Hallöchen und willkommen meine Damen und Herren zu einem neuen kleinen angezockt Video, diesmal mit Hitman Go, welches schon eine Weile für Android und iOS erhältlich ist, aber jetzt auch vor kurzem erschienen für PlayStation 4, PlayStation Vita und den PC. Und ich glaube, das haben sie deswegen gemacht, um einfach nochmal ein bisschen Werbung zu machen für den neuen Hitman Teil, also den neuen großen Hitman Teil, welcher bald erscheinen wird. Wobei der auch nicht in seiner Gänze erscheinen wird, denn der wird irgendwie auch im Episodenformat released, was ich irgendwie bei einem Hitman Spiel irgendwie komisch finde, muss ich irgendwie sagen. Aber heißt für mich, wie ich es auch bei jedem anderen Episodentitel mache, erstmal warten, bis alles draußen ist und dann hole ich mir das. Und ich glaube, bei Hitman soll das dann im Juni irgendwann sein, da dann die Box-Version kommt. Aber egal. Was ist überhaupt Hitman Go? Möchte sich der eine oder andere jetzt vielleicht fragen. Es ist ja eine Art rundenbasiertes Meuchelmörder-Puzzle-Spiel, wenn man das so sagen will. Wir gucken einfach mal rein, dann sehen wir ja gleich. So, hier haben wir schon mal. Und da steht auch schon der gute alte Agent 47. Und das erste Rätsel ist natürlich noch ziemlich einfach. Wir bewegen uns einfach hier nach rechts und der Level ist abgeschlossen. Easy cheesy. Nächstes Level. Zumindest sind die Ladezeiten schnell. Ah, es gibt auch eine Übersichtskarte. Aha. Aha. Weiter geht's. Okay, stehen da zumindest schon mal ein paar Leute. Und da steht mir auch einer im Weg. Kann ich den jetzt gleich erdrosseln? Kann ich meine Klavierseite rausholen und von hinten ihn erwürgen? Ne, funktioniert ein bisschen anders, aber genauso gut. Na gut, die ersten Level werden es wahrscheinlich noch ziemlich leicht sein. Hier werden halt mal die Grundlagen erklärt. Ist gut, denn ich habe keine Ahnung, was ich hier alles machen kann. Deswegen ist das mal gar nicht so schlecht. Und ja, wem die Hitman-Reihe jetzt wirklich im Ganzen überhaupt nichts sagen sollte, man spielt darin den Glatzkopf, der da rechts unten ist, nicht der jetzt gerade den Rasen mäht, sondern den da drüber. Und ja, sein Name ist Agent 47 und ist halt Auftragskiller. Und das Ziel ist halt immer, ja, eine bestimmte Zielperson auszuschalten. Ich schalte jetzt einfach mal den hier aus. Ob das überhaupt notwendig war, weiß ich nicht, aber ich schätze mal, wenn ich hier gestanden wäre, hätte der mich gesehen, oder? Grob geschätzt. Aber um nochmal zu Hitman zurückzukommen. Ja, das Ziel ist halt immer, einen bestimmten Auftragsmord durchzuführen, wobei es da nicht unbedingt immer am cleversten ist, mit den Knarren reinzulaufen und alles wegzuballern, was geht. Nein, das soll man besser subtil vorgehen und das am besten so anstellen, dass niemand bemerkt, dass man überhaupt da war. Was zur Hölle geht hier jetzt ab? So, jetzt will ich mal aber echt gucken, ob die mich bemerken, wenn ich hier rübergehe. Ja, tun sie. Okay, das ist gut zu wissen. Dann muss ich also ja hier mal runter, oder? Dann hau ich den weg, dann den. Einfach alle weggemeuchelt. Genauso wie man es eigentlich nicht machen sollte. Aber na gut. Aber um mal ein kleines Beispiel aus Hitman zu nennen. Eine Mission, die mir persönlich sehr gut gefallen hat. Das war im vierten Teil, glaube ich, bei Blood Money, wo man in meinem Theater war und ja einen der Schauspieler umbringen sollte. Ich sag so, wie es ist. Moment mal, was ist denn das hier jetzt? Aha, jetzt habe ich meine schallgedämpfte Wumme. Ach, Moment mal, jetzt werfe ich hier den Stein. Der bemerkt das. Geht jetzt, dann schätze ich mal, nach unten. Oder auch nicht. Ah, okay, der... Natürlich rundenbasierend. Ich mache einen Zug, er macht einen Zug. So läuft das hier ab. Gut. Um auf die Mission wieder zurückzukommen, die ich erklären wollte mit dem Theater. Da kann man natürlich reinlaufen, alle abknallen und dann einfach wieder rausspazieren. Nicht unbedingt das Cleverste. Viel cleverer ist, da reinzugehen und dann zum Beispiel sich in den Backstage-Bereich zu schleichen und in den seiner Umkleiderkabine auf ihn warten und ihn ihm dort dann leise um die Ecke zu bringen. Noch viel cooler ist allerdings, was bei Hitman auch immer fast in allen Levels geht,
dass man die Umgehung benutzen kann. Dann kann man in dieser Mission dann zum Beispiel sich einfach eine Attrappenpistole schnappen, die in dem Theaterstück verwendet wird, und dort die Platzpatronen gegen echte Patronen austauschen. Und ja, dann machen sich die einfach mal selbst platt. Und man muss gar keine Finger rühren im Prinzip. Ist doch geil. So, ich werfe das hier jetzt mal hier hin. Ich weiß jetzt nicht, ob mir das irgendwas gebracht hat. So, jetzt habe ich hier noch einen Stein. Ja, den werfe ich hier. Dann kommt mir der sicherlich hier runter. Hier. Der bemerkt mich gar nicht und ist schon weg. Das war jetzt aber auch irgendwie doof, denn jetzt komme ich an den Typen nicht vorbei. Okay, jetzt wird es schon ein bisschen komplizierter. Natürlich, wenn das jetzt einer von den richtigen Hitman-Teilen wäre, dann hätte ich jetzt schon längst meine Pistolen rausgeschnappt, alle umgebracht, mir mal den Level in Ruhe angeguckt und dann hätte ich neu geladen. So macht man das nämlich. Ist eine ganz clevere Taktik. Dann kann man sich einfach mal in Ruhe alles angucken und dann ist das alles kein Problem mehr. So, jetzt blocke ich zuerst mal den Penner von da unten weg. So, geh noch einen Schritt nach... Nein, das wollte ich doch gar nicht. Oh, ich hab's verkackt. Neustart. Ich muss zuerst, glaube ich, echt den da oben runterlocken. So, mal weg mit dir. Nee, das war doof. Neustart. Schon wieder mal. Ich glaube, es ist viel besser, wenn ich... Ah, falsche Taste. Na gut. Hier hinwerfen. So, jetzt stehen die beide hier. Kann ich die beide auf einmal wegmachen? Kann ich. Das ist praktisch. So gut, dann locke ich jetzt die beiden. Wobei, das war nicht gut. Jetzt sieht mich der andere wieder. Nein! Mann, dass ich das jetzt schon nicht kapiere. Der Shit, ey. Okay, aber zumindest mal die beiden, weiß ich ja schon, wie die funktionieren. Wobei, im Prinzip kann mir ja der Typ da unten egal sein. Ich muss nur den hier irgendwie... Wobei, toll, jetzt habe ich hier hingeworfen. Jetzt geht der in die Position, bringt mir auch nichts. Bringt mir auch überhaupt nichts. Außer, dass ich einen Schritt weniger machen kann. Wow. Yippie-kai-yay, Schweinebacke. Wie John McClane so schön sagt. Okay, hä? Fußspuren? So, wie bekomme ich den jetzt weg? Das Blöde ist ja, sobald ich den Felsen hier aufnehme, kann ich mich nicht mehr bewegen. Ich muss irgendwo das hier hinwerfen. Was ist eigentlich, wenn ich... Jetzt mache ich mal hier. Dann sollte eigentlich der Kollege hier angetanzt kommen. Das bringt mir aber wiederum auch überhaupt nichts. Schön, dass ich den jetzt wegmachen kann. Steht trotzdem noch immer der eine da oben im Weg, der mich wegmacht. Was ist? Nee, bringt mir nichts. Mann, ich bin jetzt schon verwirrt. Das ist erst der 6. Level. What? Hinwerfen. Hm. Wie kann ich die beiden Penner am besten ablenken da unten? Ich kann ja nicht. Nehmen wir mal nochmal Neustart. Zuerst mal wieder die beiden. Die sind ja kein Problem. So, du gehst noch zu deinen Kollegen. Dann seid ihr weg. Im Ernst. Wie lenke ich den beiden da rechts ab? Ich meine, hier hinwerfen bringt mir mal überhaupt nichts. Ja, das hört keiner. Warte mal, ich mache jetzt einfach mal. Einfach nur mal, um das Feature zu zeigen. Ich brauche es persönlich nicht. Ich weiß die Lösung natürlich schon längst. Aber wir haben einen Tipp. Level abgeschlossen. Was? Töte keine Gegner. Geht das hier? Töte alle Gegner. Hä? Warnung, das Verwenden von dem verhindert, dass du die Trophäe Stiller Killer freischalten kannst. Müsstest du trotzdem fortfahren? Ja, mach mal. Aha. Aha. Okay, jetzt werfe ich. Ach, und jetzt locke ich alle drei runter.
Aha. War ja klar. Ich wusste das natürlich. Kein Problem. Verdammt, ich hätte den einen da unten noch weghauen sollen. Dann hätte ich zumindest heute alle Gegner gehabt. Oder heute keine Gegner. Na mal, Moment mal. Das probieren wir jetzt doch gleich nochmal. So, wo habe ich denn hingeworfen? Hier habe ich hingeworfen. So, und wir machen das natürlich auf die richtige Hitman-Art. So wie es sich gehört, wir töten gar keinen. Und niemand weiß, dass wir jemals da waren. So. Na gut, so haben wir das Tipp-Feature auch zumindest mal gesehen. Und jetzt kann ich den Level natürlich nochmal machen, um die andere, den dritten Punkt noch zu machen. Ach, was soll's. Machen wir noch schnell, jetzt geht's ja. Flott? Wieso drücke ich Neustart? Na gut, so kann ich mir zumindest die komische Sequenz am Anfang ersparen. Immerhin. So, euch Kollegen hier weg. Euch hier weg. So, kommt schön runter zu mir in euer Verderben. Und so fallen die Figuren wie auf einem Schachbrett. Es ist wirklich fast wie ein Schachbrett. So, und da wäre die dritte Aufgabe auch erledigt. Frage mich, was man bekommt, wenn man in allen Level alle Aufgaben erledigt. Wahrscheinlich bekommt man eine Trophäe und das war's, aber... naja, immerhin. Immerhin, sage ich dann nur. Ach, wo sind wir denn jetzt wieder? Wo ist mein Ziel? Da oben in der Mitte. Ohohohohohoho. Okay, bringt mir hier in die Mitte werfen überhaupt irgendwas? Probieren geht über studieren. So, jetzt stehen die hier alle schön auf einen Fleck. Das Doofe ist jetzt natürlich, wenn ich die hier runterlocke, das sollten sie ja hören. Oh, die gehen genau in die andere Richtung. So, dann kann ich jetzt aber den Level abschließen, ohne dass ich jemanden kill. Töte keine Gegner. Yeah. Sehr schön. Aber in 5 Zügen oder weniger? Das ist mir jetzt schon wieder zu kompliziert. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Oh, wir gehen auf den Tennisplatz. Ach, und natürlich läuft Ave Maria im Hintergrund. Das war ja auch so eine geile Szene am Ende von Hitman 4. Wobei, jetzt kurzer Spoiler-Alert für alle, die noch nicht Hitman 4 gespielt haben. Das Ende ist nämlich richtig geil, wenn es dann heißt, oh, die bewegen sich. Wenn dann anscheinend Agent 47 tot ist, dann ist man auf seinem Begräbnis, aber dann springt man wieder aus dem Sarg mit Knarren und macht alles platt. Das war schon eine geile Szene. Glaube, ich habe gerade Scheiße gebaut, oder? Okay, und die patrouillieren hier anscheinend auf vorgegebenen Pfaden irgendwie. Jetzt will ich einfach mal versuchen. Ja, es geht sich nicht aus. Ich gehe einfach mal hinter dem hier nach. Ist auch nicht so gut. Jetzt muss ich nochmal warten, bis der rechts hier runterkommt. Mann, was ich hier gerade Züge verbrauche, ist nicht schön. Ach, hier ist ja schon das Ziel. Moment mal, wir haben aber da... Oh, oh. Ich möchte gerne wissen, was da links oben der Koffer ist. Ah, okay, die kann ich auch so platt machen. Aber wenn ich jetzt hier rübergehe, dann erwischt er mich. Ja, okay. Alles klar. Okay, also die gelben Typen können mich gerne mal angucken. Die töten mich nicht gleich, nur wenn ich direkt in ihren Pfad reinlaufe. Dann bin ich weg. Ist gut zu wissen. Oh, das war wieder mal schlecht. So, jetzt kann ich den hier platt machen. Und jetzt kann ich mal gucken, was ist hier im Koffer. Wofür habe ich den Koffer jetzt? Keine Ahnung, wir erledigen unser Ziel. Zielperson erledigt, 14 Spielzüge weniger, aber immerhin den Aktenkoffer gesammelt. Immerhin. So, wir sind wieder mal auf einem Tennisplatz. Und ich muss hier... Du läufst jetzt wirklich nur da oben hin und her?
Okay, da hört das. Wo geht denn jetzt hin? Geht das wieder in meine Richtung? Ah, okay, jetzt habe ich seinen Pfad geändert. Ein Tennisball. Auf einem Tennisplatz. Das ist doch... Hoppala. Tja, da war ich wohl ein bisschen zu selbstsicher. Na gut, locken wir den Penner nochmal hier runter. Den Aktenkoffer kann ich mir hier mitnehmen. So, und jetzt kommst du hier rüber. So, und ich gehe vorbei. Mach's gut, mein Freund. Du kannst gerne von mir aus deine Runden drehen. Stört mich nicht. Ja, natürlich wieder mehr als 15 Spielzüge. Das glaube ich aber nicht. Ich habe mitgezählt, das waren nur 14,5. Genau. Okay, zu den Stufen. Rechts und links habe ich Steine. Mal gucken, wie sich die Penner bewegen. Okay, anscheinend ist bei denen wirklich immer das vorgegebene Muster, dass sie sich immer an einer Linie von ganz nach links bis ganz nach rechts oder bis ganz nach oben und ganz nach unten bewegen. Und dann drehen sie wieder um. So scheint das hier wohl mal zu funktionieren. Und das ist Kacke. Wenn ich das hier jetzt werfe, hört das kein Schwein. Bringt mir also mal überhaupt nichts. Toll. Mal sehen, wenn ich zuerst hier gehe. What? Ah. So drücke ich immer Viereck. Ich weiß es nicht. So, hier hin. Das hören die beiden. Ich muss das hier jetzt irgendwie vom Rhythmus hier ein bisschen abpassen. Damit ich mir mal den Penner... Fuck. Lass den Finger von dieser Taste, ey. Ach, ist das nicht so kompliziert. Gut, jetzt die Hatschen hier rüber. Ich lock mir den dann hier hin. So. So, dann gehe ich einfach mal hinten nach. Oh, das ist aber ein bescheuerter Rhythmus. Jetzt kann ich mir den Koffer nicht holen. Fuck. Denn sobald ich jetzt nach links gehe, sehen die mich. Shit. Versuchen wir nochmal neu. Muss doch irgendwie gehen. Ja gut, aber weglocken muss ich sie, glaube ich, sowieso. Na gut, holen wir... Wieso drücke ich immer diese beschissene Taste? Ich weiß es nicht. Und jetzt bin ich wieder komplett aus dem Rhythmus. So, X. Na geht doch, und kein Viereck. So, du kommst mal zu mir runter. Ach, das ist genau so gemacht, dass man die Penner nicht erwischt. Das. Oh, warte mal, jetzt kann ich mir... Sind die beiden anderen noch nicht runtergelockt? Jetzt kann ich mir das holen. Jetzt muss ich nur warten, bis der da unten wieder weg ist. Dann nehme ich genau so. Jetzt kann ich die beiden von da weglocken. Mein Schnipsfinger funktioniert nicht. Egal. Ich wollte nur gerade sagen, das funktioniert hier jetzt. So, jetzt kommen hier und hier und da und dort. Und alles ist erledigt. Level Nummer 11. Frage mich gerade auch, wie viele Level gibt es überhaupt? Das wäre mal eine wahnsinnig gute Frage, auf die ich leider keine Antwort habe. Kann ich mich hier eigentlich in dem... Oh, das geht sogar tatsächlich. Aber das war nicht gut. Okay.
Man steht also wirklich nur genau in dieser Position hinterm Busch. Wenn ich jetzt... Ne, okay. Okay. So, der geht hier lang. Ich kann mir jetzt den Koffer schnappen. Jetzt muss ich nur noch irgendwie an den Typen vorbeikommen. So, nochmal ins Gebüsch. Und ich bin schon weg. Easy. Gut, schon langsam, muss ich sagen, bekomme ich so ein bisschen ein Gefühl für dieses Spiel. Und das ist gut. Oh, und da unten steht schon der Big Boss anscheinend, den ich weghauen muss. Der Tennisspieler ist ja eigentlich schon weg. Wieso steht der hier noch? Okay, wieder mal eine Runde durchs Glashaus, wo man ja rein theoretisch nicht mit Steinen werfen sollte. Okay, das bringt mir ehrlich gesagt mal überhaupt nichts. Jetzt kann ich raus. Ich schnapp mir den Koffer. Und jetzt habe ich es verkackt. Ich kann nur noch hier hin und dann haut mich der weg. Verdammte Kacke. Moment mal, ich versuche das jetzt einfach nochmal. Whoops. So wollte ich das. Ach. Neustart. Diesmal war es gewollt. So, ich muss hier. So, so, so. Dat, dat. Jetzt gehe ich einfach mal hier runter. Und warte auf den Penner, dass der kommt. So. Jetzt muss ich trotzdem nochmal auf ihn warten. Nee, hä? So, hier mal ins Gebüsch. Dann komme ich hier vorbei. Und dann ist es auch schon geschafft. Und natürlich auch mit dem Aktenkoffer. Aber ich glaube ehrlich gesagt, das geht sich nie aus, dass man beides gleichzeitig macht. Also weniger als 16 Spielzüge brauchen und gleichzeitig auch noch den Aktenkoffer einsammeln. Ich glaube, das geht einfach nicht. Das glaube ich einfach nicht. Da bin ich der festen Überzeugung davon. Wo liegt denn da eine Dose? Okay. Da kommt der Typ mal runter. Dann muss ich sowieso hier hochgehen. Oh, what? Ach, nö, ey. Na gut, dann gehen wir hoch. Fuck. Okay, hauen wir den mal weg. Den hier mal weg. Gut, ich muss sowieso auch irgendwie... Ich muss den da rechts irgendwie weglocken, ansonsten komme ich hier gar nicht vorbei. So, in der Zwischenzeit verkrieche ich mich wieder. Jetzt kann ich mir aber eigentlich ohne Probleme mal den Koffer holen. Das ist nur die Frage. Wie meuchle ich jetzt die beiden Typen hier weg? Hä? Komme ich jetzt nicht mehr durch? Also ich muss nur hier irgendwie... jetzt ist der Rhythmus trotzdem noch immer gleich. Toll. Ach, das ist hier doch Bullshit. Ja, mach mich weg. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Irgendwas ist hier nicht richtig. So, hier kann ich eigentlich schon mal... Oh oh. Kann ich den Typen da unten jetzt nicht mit der Dose abwerfen? Ach, das ist doch scheiße. Ja, aber hier hinwerfen bringt mir theoretisch auch mal überhaupt nichts. Oh je, Mini. Okay, jetzt gehen die alle hier runter nachgucken. Toll. Mache ich den hier mal weg. Ich habe den Koffer. So, jetzt habe ich eigentlich nur noch den hier rechts. Den ich aber... Ja, toll. Wie soll ich den jetzt erwischen? Geht nicht. Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Mann. Oh, Mann.
Hitman, der geht ran. Schalalalala. Lalalalala. So irgendwie. Okay, machen wir den hier mal wieder weg. Beim linken Typen geht es sich auch nie aus, dass ich den erwische. Das ist schon irgendwie alles genauso getimed, dass man die alle nicht wirklich erwischen kann. Also man muss sie, wenn schon, denn schon irgendwo hinlocken. Und deswegen locke ich den Penner da oben jetzt mal da weg. Ja, komm du hier mal. Geh du hier nach oben. Das passt mir auch gut. Dann kann ich nämlich hier vorbei. Und es ist geschafft. Mann, das wird kompliziert, ey. Und wir sind doch immer erst im ersten Level. Huiuiuiui. Ah, da steht doch wieder ein dicker Bodyguard. Den muss ich mal aufpassen. So, lass mich hier mal durch. Oh oh. So. Den haben wir weg. Dann kann ich mir in Ruhe den Aktenkoffer schnappen. Jetzt muss ich nur noch irgendwie genau den Rhythmus abwarten, dass ich an dem da unten vorbei kann. Und das ist jetzt eigentlich auch schon erledigt. Okay, das war easy. Mann, das ist aber auch irgendwie, manche Level sind total einfach. Und dann kommt wieder sowas wie der Level davor, wo ich mir total die Gehirnzellen zerreibe daran. Aber da ist unsere finale Zielperson. Natürlich schön im roten Mantel und roten Schuhen. Eine grausige Kombination, möchte ich nur sagen. Okay. What nun, hä? Also müssen wir mal den Penner hier weghauen. Ist ja eigentlich irgendwo wieder ein Aktenkoffer oder irgendwas in die Richtung. Ach, da hinten. Das kann ich mir holen. Oh, oh. Kann ich mir wohl nicht holen, denn es ist egal, wo ich hingehe, ich werde erwischt. Shit. Fuck. Ich kann aber auch gleich hier so gehen. Oh nein, da unten ist der. An den habe ich jetzt mal überhaupt nicht mehr gedacht. Okay, hier Aktenkoffer geholt. Dann gehe ich hier. Dann gehe ich einfach wieder zurück. Gehe hier nach unten. So, jetzt stirbst du aber. Einfach nur deswegen, weil du mich vorher weggemacht hast. Aber hier irgendwo ein Ablenkungsmanöver starten. Na gut, machen wir ihn weg. So, jetzt muss ich nur noch an den einen gelben irgendwie vorbei. Ach, der hat aber auch einen bescheidenen Rhythmus drauf. Ja. Fuck. Fuck, 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 fuck. Ich bin einfach viel zu unkonzentriert, muss ich mal sagen. So, jetzt wieder hier. Da. So. Heck. So, den da unten kann ich jetzt eigentlich schon mal ignorieren. Dann hauen wir den weg. So, den Bodyguard hatte ich ja eigentlich auch schon. Wie habe ich denn das wieder gemacht? Huiuiui. Irgendwie bekomme ich gerade nicht so wirklich den richtigen Rhythmus hin. Das war falsch. Das ist wieder falsch. Wenn ich hier jetzt hingehe, ja, dann bin ich wieder weg. Hä? Wie habe ich das vorher hinbekommen? Dass ich den einen dicken Bodyguard da weggemacht habe? Ich bin mir jetzt nicht mehr so ganz sicher. Ich hätte mir das vielleicht merken sollen. Wäre wohl clever gewesen. Ich glaube auch irgendwie, dass ich den Bodyguard da oben auch noch wegmachen muss. Wobei, wenn ich hier jetzt entlang laufe, ist das eine blöde Idee. Jetzt kann ich nicht hochlaufen. Mann, ey.
Ah, jetzt bin ich zumindest mal hier richtig. Trotzdem muss ich wieder weg. Ich muss irgendwie den einen Bodyguard da oben noch wegbekommen. Denn ich glaube, für die Patrouille da unten muss ich durchs Haus durch, damit ich vorbeikomme. Das heißt, die da oben müssen weg. Und ich habe wieder Scheiße gebaut. Dankeschön. Ist das nicht schön? Ja, ich gehe hier, hier, da, da, der hier weg. Jetzt bin ich wieder im falschen Rhythmus. So, vielleicht, wenn ich einfach mal hier eine Runde im Kreis gehe. Vielleicht ist das die Lösung des Problems. Nein, ist es nicht. Wer hätte das gedacht? Aber jetzt geht's. So, jetzt wäre eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um nach oben zu gehen, dann nach links. Und dann das Ziel erledigen. Aber kann ich nicht, denn da steht noch immer der Dicke. Und der ist halt das Mega-Problem gerade. Oh, oh, es geht. Oh. Ja, danke schön. Das war doch jetzt mal einfach ein Geistesblitz meinerseits. Das war nicht Glück. Nee, 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 das war schon so gewollt. Natürlich. Oh, und wir fliegen zur nächsten Position. Okay, es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Brettspiele also. 8 Level, inspiriert durch Hitman 2, Silent Assassin. Ja, der zweite Teil war auch geil. Eigentlich waren alle Hitman-Teile geil. Ich meine, sie hatten zwar ihre Höhen und Schwächen. Ah! Das sind die Typen. Weil ich vorhin von der einen Mission mit dem Theater gequatscht habe. Die Typen, die da auf der Schachtel drauf sind, das sind genau die, die man da erledigen musste. Ja, sowas aber auch. So, wir wollen aber in Level 2. Was sind das für komische Kapuzenmänner? Keine Ahnung. Was weiß ich. Die werden sicherlich nichts Ominöses vorhaben. Okay, hier sind Luken. Ich schätze mal grob, wenn ich in die eine jetzt reingehe, komme ich oben raus. Oder nicht? Was? Ah. Ach doch. Das geht. Das geht. Kann ich mich von hier... Oh doch. Kann ich sehr wohl. Gut, dann werfe ich jetzt mal hier. Der kommt hier rüber. Ich gehe wieder hier nach unten. Wieso sollte ich eigentlich da oben hingehen? Das macht eigentlich keinen Sinn. Aber egal. Aktenkoffer gesammelt, natürlich mehr als 13 Spielzüge. Und was mir vorher auch schon bei der Levelauswahl ausgefallen ist, man muss anscheinend eine gewisse Punktzahl von diesen Zielen hier erreichen, um die nächsten Level freizuschalten. Ja, gut. Wenn es denn sein muss. Zumindest heißt es nicht irgendwie hier, zahl 3 Euro mehr, um diesen Level zu spielen. Nee, da ist mir das schon lieber, wenn ich irgendwas dafür machen muss, anstatt Geld auszugeben. So, wo gehe ich jetzt am besten hin? Ich kann nur in die eine. Okay. Kann ich mir aber zumindest mal den Aktenkoffer schnappen? Kann ich nicht, denn jetzt bin ich weg. Yo. Bringt mir auch nichts. Kann ich wirklich nur diese eine Luke wählen? Wow. Das bringt mir alles rein gar nichts. Ich bin verwirrt. Starten wir nochmal neu. Setzen wir den Level nochmal auf Anfang zurück. So, wenn ich dem hier nachlaufe, bringt mir nichts, denn jetzt kann ich wieder nach links und auch nicht nach oben, denn egal wohin ich gehe, ich werde weggemacht. Also bleibt mir als erste Option eigentlich nur durch die Luke zu gehen. Was anderes geht nicht.
So, jetzt kann ich zumindest mal den hier nachlaufen. Ja, dann gehe ich jetzt mal hier durch. Okay, dann würde ich zumindest schon mal hier nach oben kommen. Das will ich aber eigentlich noch gar nicht. Ich will mir den Aktenkoffer holen. Also wäre das doch eigentlich doof. Wie mache ich das denn hier am besten? So. Problem ist jetzt, wenn ich hier nach unten gehe, dann erwischt er mich. Dann gibt es keinen Ausweg mehr. Hä? Naja, das bringt mir auch nichts. Dann gehen wir jetzt nochmal hinten durch. Kann ich mir zumindest mal den Koffer schnappen. Dann gehe ich wieder nach oben. Ich hoffe nur... Nein, die Zeit reicht nicht aus. Fuck, jetzt komme ich hier nicht mehr rüber. Oh, scheiße. Mann, oh Mann, ey. Okay. Machen wir das halt mal ohne Aktenkoffer. Wir wollen ja immerhin auch noch... Fuck. Und ich dachte, ich hätte schon die Lösung. Da lag ich aber sowas mal von falsch. Okay. Wenn ich hier jetzt nach oben gehe, dann erwischt der andere mich. Ich kann aber auch nicht nach rechts gehen. Ich kann, wenn schon, nur wieder zurückgehen zur Luke. Jetzt habe ich den Koffer. Und jetzt kann ich wieder nur zurück. Und das hier funktioniert jetzt wieder nicht. So, jetzt kann ich nur in die Sackgasse laufen und mich erwischen lassen. What the fuck? Mann, 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 Mann. Ey, 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 ey. Mann, wäre es jetzt schön, einfach mal die Knarre aus dem Jackett zu holen und alle wegballern. Das wäre so schön jetzt. Okay, Koffer holen. Dann gehen wir zurück. So, was mache ich nun? So, so sollte es jetzt funktionieren, hoffe ich mal. So, der geht hier rüber, ich gehe da rüber. Und ja, endlich. Hell yeah. 22 Spielzüge, da hatte ich glaube ich dreimal so viel jetzt. Aber egal. So, links Aktenkoffer, ein paar Luken, ein paar dicke Männer. Oh oh. Ich weiß nicht, ob das jetzt so wahnsinnig clever war. War es überhaupt nicht, denn jetzt bin ich tot und ich kann schon wieder neu starten. Ich glaube, als allererstes mal hier zu dieser Luke gehen. Ich geh mal nach oben, denn ich glaube, wenn ich jetzt nach links zum Koffer gegangen wäre, dann hätten die mich weggemacht. So, jetzt kann ich hier hin, dahin. Und dann kann ich mich hier wieder verpieseln. Ich muss trotzdem noch immer irgendwie... Oh, oh. So, den hier weg. Und dann kann ich eigentlich auch schon zum Ausgang. Na, das ist aber wieder total einfach. Ich verstehe es nicht. Ich bin ganz und gar verwirrt, was das hier angeht. Ja, trotzdem irgendwie... Irgendwie macht es Spaß. Auch wenn die Präsentation hier schon sehr minimalistisch ist. Das muss ja aber nichts Schlechtes sein. Und wieso haben die Typen jetzt Messer? Was ist, wenn ich da hier reinlaufe? Der sticht mich natürlich ab. Ich weiß nicht, was ich mir sonst erwartet hätte. Keine Ahnung. Ah, die drehen sich immer. Oh, wow. Jetzt wurde ich gleich doppelt abgestochen. Hm. Moment, was ist, wenn ich... Hallo, und du bist tot. Fuck.
hätte jetzt ehrlich gesagt gedacht, er dreht sich nochmal um, aber das war wohl mal ein Griff ins Klo. Aber irgendwie so muss ich das hier wohl mal machen. Jetzt guckt er wieder in die falsche Richtung. Keiner sieht mich. Und ich bin wieder weg. Wobei, das war jetzt doof. Ich hätte gleich einen wegmachen können. Oder kann ich das? Wenn ich den jetzt wirklich geradeaus ins Messer laufe? Es geht. Okay. Da kann ich jetzt aber nicht rüber. Dann mache ich halt den weg. Und ja, gut, wenn wir schon dabei sind, machen wir ihn halt auch noch weg. Kein Problem. Aktenkoffer gesammelt, aber es gibt nichts dafür, dass ich alle Gegner weggemacht habe. Dafür gibt es gar nichts. Ich bin enttäuscht. Enttäuscht kann ich dazu nur sagen. Mann, wie viele Leute mit Messern gibt es? Wäre es nicht eigentlich besser für Wachen, nicht mit Messern herumzulaufen, sondern vielleicht, wer weiß, mit einer Pistole? Wäre vielleicht cleverer. Aber auch eben nur vielleicht. So, kommst du mal weg. Das sollte mich eigentlich nicht abstechen. Dankeschön. Wie mache ich die beiden da oben jetzt? Okay, wenn ich hier jetzt rüber gehe, dann kann ich da den einen wegmachen, aber seinen Kollegen wird das, glaube ich, nicht so sehr gefallen. Deswegen gehe ich mal hier. Auch nicht so geil. Mann, ich stehe jetzt vor einer wahnsinnigen Pattsituation. Wenn ich hier rüber gehe, dann bin ich weg. Ja. Das war zu erwarten. So, hier komme ich nur hier rüber. Ist auch gut so. Denn dann ist er hier immerhin weg. Ich kann mich aber von hier aus nicht nach oben gehen, oder? Nee, geht nur hier rechts rüber. Oder Moment mal. Ne, geht nicht. Okay. Warte mal, dann kann ich jetzt hier... Pam! Hey! Das war so jetzt mal nicht geplant. Wie bekomme ich die beiden Penner da oben weg? Die stehen immer genau falsch. Wenn sie nur anders. Guckt nach links. Guckt verdammt doch mal nach links. Wenn ich euch das sage. Ja, genau so will ich euch haben. So, wenn ich hier rüber gehe, sollte ich theoretisch nicht erstochen werden, oder? Ne, werde ich auch nicht. Da steht der Penner da oben wieder. Und der hat wieder mal den total falschen Rhythmus. Wie bekomme ich hier jetzt einen richtigen Rhythmus? Wieder falsch. Wenn hier so. Noch immer falsch. Muss ich vielleicht echt eine Runde eventuell wieder drehen. Gehen wir einfach mal hier so eine Runde im Kreis. Irgendwann werden wir schon den richtigen Rhythmus finden. So wie jetzt zum Beispiel. Das funktioniert. Sehr schön. Aktenkoffer gesammelt. Ich habe keine Ahnung, was in den Aktenkoffern drin ist. Aber egal. Normalerweise hat Hitman in seinen, also Agent 47 in seinen Kofferchen immer seine Waffen. Aber ich weiß nicht, ob das hier auch so der Fall ist. Und ich würde sagen, wir machen jetzt noch den einen Level. Und den Rest überlasse ich dann euch da draußen, falls euch das Spiel gefallen sollte. Und mir sieht das schon wieder viel zu kompliziert aus. Kann ich den hier jetzt? Ja, den mache ich weg. Nein, der sieht mich der. Fuyu. Ich sehe gerade, da oben am Balkon steht auch so ein komischer Kapuzenmann. Wenn ich dem hier jetzt nach links mal folge... nein, bringt mir überhaupt nichts. Toll. Ach, Neustart.
So, ich mache jetzt mal den. So, hier kann ich jetzt aber auch nicht gehen. Dann kommt wieder der andere mir entgegen. Oh. Mann, diese Patrouillen sind aber auch nervige kleine Mistsäcke. Das muss man ihnen schon mal sagen. Ja, zumindest habe ich mal den Koffer. Und dann kann ich jetzt auch schon zum Auto. Oh, nein! Da war ich wieder mal zu vorlaut. Scheiße. An den Typen habe ich jetzt mal gar nicht gedacht. So, wie habe ich das jetzt vorhin gemacht? Irgendwie muss ich mal wieder auf den anderen Typen warten. Dass der hier wieder seine Wege zieht. So. Dann kann ich hier gehen. Schnapp mir den Koffer. Ich glaube, jetzt bin ich einen Schritt zu weit gegangen. Jupp. Na gut, hier in der Mitte kann ich ja stehen. Das ist kein Problem. Wobei, die Patrouille hier links ist jetzt ein Problem. Naja, wenn ich jetzt wieder hoch... Ach, jetzt sieht er mich schon wieder. Der Typ da mit dem Messer, der nervt. So, jetzt bist du aber weg. Und ich gehe zum Ausgang. Hussa! Motherfucker! So, sehr schön. Der Level geschafft und dann würde ich auch sagen, ist das auch schon das Ende von dieser kleinen Angezockt-Session zu Hitman Go. Wie gesagt, schon seit längerer Zeit für iOS und Android erhältlich und jetzt auch für PlayStation 4, PlayStation Vita und PC. Und ja, eigentlich ein ganz nettes Spielchen, muss ich sagen. Ein kleines nettes Rätselspiel. Und ist auch gar nicht so teuer, kostet, was, 6 Euro oder irgend sowas, also. Und hat dafür auch anscheinend ein bisschen was an Umfang. Also wenn man damit rechnet, hier noch alle Aufgaben zu erledigen, gut, hier brauche ich gar nicht mehr so viel, um das freizuschalten. Ginge eigentlich. Aber man hat da schon ein bisschen was zu tun. Und ja, im Großen und Ganzen würde ich sagen, ganz nett. Ist jetzt zwar kein Ersatz für deinen richtigen neuen Hitman, aber... Es dauert ja nicht mehr lange und dann kommt er auch noch. Und dann darf wieder getötet werden. Ja. Na gut, und ich hoffe, euch da draußen hat das Video gefallen. Und wenn es gefallen hat, dann vielleicht ein Däumchen nach oben. Vielleicht. Und ja, bis zum nächsten Mal sage ich Tschüss, auf Wiedersehen. Und man sieht sich.